Alle Angsthasen sollten sich jetzt warm anziehen, denn Ende November ist es soweit. Silent Hill Origins erscheint für Sonys PSP. Wir haben den mobilen Survival-Horror-Titel getestet und eins kann ich euch jetzt schon sagen. Wer glaubt, der kleine Bildschirm der PSP sorgt für einen Verlust der schaurig erdrückenden Atmosphäre, der liegt mächtig daneben. In Origins schlüpft in die Rolle des Truckers Travis Grady. Der ist psychisch ein wenig labil und macht einen kapitalen Fehler. Er nimmt auf seiner Route eine Abkürzung und zwar durch das Städtchen Silent Hill. Auf dem Weg dorthin steht plötzlich ein kleines Mädchen auf der Straße und er muss mächtig in die Eisen steigen, um sie nicht zu überfahren. Doch als er aussteigt, um nach der Kleinen zu sehen, ist die einfach verschwunden. Also macht er sich auf die Suche nach dem Mädchen. Ab jetzt wird das Ganze Silent Hill typisch Rätsel und vor allem schauderhaft. Not fog. It's smoke. Plötzlich steht er nämlich vor einem brennenden Haus, aus dem Schreie zu hören sind. Hilfsbereit macht sich der Brummifahrer auf in die Flammenhölle, um die eingeschlossene Person zu retten. Und was findet er? Ein Raum mit okkulten Symbolen. Auf einem Pentagramm liegt das Mädchen mit starken Verbrennungen. Kaum ist Travis mit dem Mädchen aus dem Haus entkommen, wird er ohnmächtig. Als er aufwacht, befindet er sich in Silent Hill. Doch wo ist das Mädchen und was war in dem Haus los? Um das herauszufinden, macht er sich auf ins Krankenhaus, um sich nach der Kleinen zu erkundigen. Im Hospital angekommen, warten dort aber keine Antworten, sondern grausige Gestalten in Form mutierter Krankenschwestern und jede Menge Rätsel. Die Rätsel sind oft richtig knifflig, haltet also einen Zettel und einen Stift bereit, denn oft müsst ihr euch Notizen machen. Welche Tür sich öffnen lässt und in welchem Raum ein Rätsel verborgen ist, wird aber automatisch auf der Karte vermerkt, was recht praktisch ist. Hier sind wir gerade auf der Suche nach einem Plastikherz, das wir brauchen, um ein Rätsel zu knacken. Dafür müssen wir allerdings in das böse, oder besser gesagt noch bösere Silent Hill, eine Art Schattenwelt. Zugang erhaltet ihr durch Spiegel. Das Organ befindet sich in einer mit einem Zahlenschloss gesicherten Kühlbox. Den Code dafür erhaltet ihr durch viele, viele Hinweise, die ihr geschickt kombinieren müsst. Serienüblich sind alle Rätsel recht knackig, aber genauso muss Silent Hill sein. Anspruchsvoll und dazu noch extrem gruselig. Mit dem erbeuteten Herz geht's dann auf zum Plastiktorso. Hier werden jetzt alle erbeuteten Organe in der richtigen Reihenfolge eingesetzt und ihr haltet als Lohn die Augen der Puppe. Klar, die sind Bestandteil eines weiteren Rätsels. Trotzdem erfahrt ihr hier nicht wirklich, was aus dem Mädchen geworden ist. Allerdings findet ihr viele Hinweise, dass sie in dem Krankenhaus gewesen sein muss. Also auf zur nächsten Station. Besser gesagt dem Waisenhaus. Das sagt zumindest eine dubiose Krankenschwester, die ihr nach einer weiteren Ohnmacht getroffen habt. Dafür müsst ihr aber erst einmal durch die Stadt. Und wie schon in den Vorgängern ist das alles andere als einfach. Denn in den Straßen lauern unzählige missgebildete Ungeheuer und jede zweite Straße endet in einer unpassierbaren Schlucht. Nicht gerade touristenfreundlich. An vielen Unholden solltet ihr übrigens vorbeilaufen, denn anders als in den Vorgängern gehen eure Nahkampfwaffen wie Forscherkammer, Skalpell oder Metzgerbeil mit der Zeit kaputt. Also mit der Zeit, eigentlich braucht ihr pro Gegner eine Waffe, dann zerbricht die. Das hört sich komisch an, nervt aber nicht wirklich, da ihr so ständig panisch auf der Flucht seid, was die Atmosphäre noch erdrückender macht. So, jetzt sind wir auch schon im Waisenhaus angekommen und haben sogar eine Schusswaffe gefunden, für die wir aber natürlich serienüblich viel zu wenig Munition haben. Alles in allem ist der Titel wirklich sehr gut gelungen. Die Story ist gewohnt düster und bietet überraschende Wendungen, was euch wirklich an die PSP fesselt. Dank der fantastischen Grafik und der grandiosen Musikauswahl ist die Atmosphäre nicht weniger dicht und erschreckend als bei den Silent Hill Teilen für die stationären Konsolen. Die Kameraführung ist hier und da zwar etwas hakelig, aber mit der Schultertaste lässt sich zumindest die Sicht zentrieren. Auch die Ladezeiten sind recht kurz, ich würde sogar sagen minimal. Wer also einen Horrorschocker für unterwegs sucht, der kann sich getrost den 30. November schon mal ganz dick im Kalender anstreichen. So, dieser Generator da vor mir sieht doch aus, als wäre das nächste Rätsel. Da werde ich mich jetzt erstmal ranmachen und wünsche euch noch viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal.